Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber es regnet. Und dementsprechend sind wir heute Vormittag nicht draußen. Hallo jetzt auch mit Gesicht. Ja, Leo macht gerade seinen ersten Schlaf von diesem Tag. Und ja, da dachte ich, nutze ich die Zeit mal wieder, um mit Nino was zu machen. Denn ich habe nämlich noch was mit ihm vor. Ich habe es ja in einem der letzten Vlogs schon erwähnt, als wir gestempelt haben, dass ich noch was mit ihm machen möchte. Und ja, da dachte ich, machen wir das doch am besten jetzt, wenn wir ein bisschen Ruhe haben und das Baby schläft. Ich hoffe, es schläft jetzt so tatsächlich noch eine Weile. Und zwar habe ich ja mit Nino von Geburt an so eine kleine Reihe gemacht gehabt. Und zwar haben wir von Geburt an seine Hand- und seine Fußabdrücke gemacht. Einmal nach Geburt direkt, dann zu seinem ersten Geburtstag, zum zweiten Geburtstag. Und ich möchte jetzt sozusagen zum Abschluss dieser Reihe, ja, zu seinem dritten Geburtstag auch nochmal Stempel machen. Und ja, damit sozusagen diese Baby-Kleinkind-Reihe abschließen, weil ich denke, ja, danach muss man auch irgendwann mal... ja, mit sowas abschließen. Man kann es ja nicht jedes Jahr festhalten. Was zusätzlich auch noch schwieriger wird, immer wieder Bilderrahmen zu finden, wo dann eben die Hand- und die Fußabdrücke auch dementsprechend reinpassen. Da habe ich jetzt echt lang gesucht. Ich zeige euch auf jeden Fall mal nachher die, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. In den ersten 2 Jahren waren das nämlich tatsächlich richtige Sets. Und letztes Jahr musste ich tatsächlich schon nach was gucken, wo seine Hand und seine Fuß reinpasst, aber was dann eben trotzdem noch zu der anderen Serie passt. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich nochmal jetzt was gefunden habe, wo hoffentlich seine Hand und seine Fuß reinpassen, dass wir das jetzt auch nochmal stempeln können. Und ja, dann ja, zu seinem vierten Geburtstag werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und ja, da wollen wir jetzt, wie gesagt, ein bisschen stempeln. Die Stempel haben wir ja schon mal benutzt, als wir... das Abschiedsgeschenk gemacht haben für die Kita. Guck mal, möchtest du das schon auf den Tisch stellen? Ja. Aber lass dir noch bitte zu, ja? Und ja, die benutzen wir jetzt dann einfach auch nochmal. Natürlich für die Hand- und Fußabdrücke. Und ja, ich habe vorher schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe euch da tatsächlich in einem Vlog letztes Jahr auch schon mitgenommen. Stellst du es auf den Tisch, Schatz? Zu seinem zweiten Geburtstag. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr in den Vlogs von 2020 schaut, dann findet ihr da, glaube ich, tatsächlich auch das Video, wo ich mit Nino ja, die Hand- und Fußabdrücke gemacht habe, als er 2 Jahre alt war. Und ich finde das ja so krass, dass das jetzt schon wieder ja, 1 Jahr her ist. Und ja. Das ist rot, Mama. Das ist ja? Rot. Ja, das ist rot, genau. Wir machen jetzt erst kurz deine Hand und deine Fußabdrücke, ja? Ja. Und danach kannst du dann auch noch mal so ein bisschen stempeln, okay? Dann kannst du noch mal ein Bild malen oder so, ja? Machen wir jetzt aber erst deine Hand und deine Fußabdrücke, okay? Ja. Lässt du es noch zu? Lässt du es noch zu? Wir müssen noch kurz hier alles vorbereiten, okay? Ja. Ja, super. Genau. Ich zeige euch nämlich jetzt am besten mal... erstmal kurz das Set und dann brauche ich nämlich auch noch Schere und so weiter. Und zwar habe ich hier wieder so einen Dreierbilderrahmen. Das habe ich, wie gesagt, gesehen. Du möchtest das sehen? Ja. Guck. Das habe ich ja von Anfang an gehabt. Wer ist das? Ich weiß nicht, das ist irgendein Mädchen. So einen weißen Holzrahmen gehabt mit so einem Passepartout auch in der Mitte. Und... ja, dann passt es wirklich richtig schön zusammen. Ich bin ja so ein Fan davon, dass dann auch wirklich alles immer zusammenpasst und richtig schön zusammen aussieht. Und da habe ich jetzt wirklich lange, lange gesucht. Also ich verlinke euch die gerne dann nachher unten auch in der Infobox, falls ihr das auch machen möchtet. Und zeige euch aber nachher auch nochmal gerne die anderen Rahmen. Und was ich jetzt mache, ich hole mir auf jeden Fall erstmal kurz das Passepartout raus. Jetzt brauche ich doch eine Schere. Um ja, nochmal wirklich zu gucken, dass die Hände und Füße von Nino da auch reinpassen. Und dass ich das dann nachher auch so ein bisschen dran halten kann. Was sollst du nur noch zulassen, Schatz? Warte. Warte. Komm her. Nicht verschmieren. Hm? Wir bereiten gleich hier alles vor und dann kannst du stempeln, okay? Aber mit Tote. Ja, warte aber doch noch mal bitte kurz, okay? Dass ja, ich dann, wie gesagt, jetzt auch die richtige Größe habe, dass ich auch weiß, kann er seine,
seine Hand noch so machen oder muss er vielleicht schon eher ein bisschen so machen, dass wir da jetzt dann einfach ja, einen richtig schönen Handabdruck bekommen. Und ja, also ich gucke mir tatsächlich die Bilder, die hängen alle in Ninos Zimmer, deswegen kann ich jetzt auch gerade nicht rein und damit euch sprechen, weil der Leo direkt nebenan liegt und ich möchte, dass er jetzt noch ein bisschen schläft. Ich gucke mir die wirklich total gerne an, weil wir dann auch immer ein passendes Foto dazu gemacht haben. Lässt du sie noch zu, Schatz? Das ist rosa, genau. Und da haben wir immer dann auch zum Beispiel seinen Esel, das war ja die Spieluhr, die er von mir bekommen hat, als er noch bei mir im Bauch war. Und da haben wir wirklich jedes Jahr dann Fotos mitgemacht, dass man auch so ein bisschen sieht, ja, wie verändert sich die Größe von dem Esel im Verhältnis dann zum Nino. Warte kurz, Schatz, Mama muss hier was rausholen. Und es ist also eine so schöne Erinnerung. Ich habe tatsächlich nicht viele solche Sachen gemacht, wo man das auch wirklich so schön in einer Reihe sehen kann. Also manche machen da ja auch wirklich im ersten Babyjahr jeden Monatswechsel sozusagen Bilder, wo, keine Ahnung, das Kind immer einen weißen Body oder so anhat und immer in der gleichen Position sitzt oder sowas. Also das finde ich auch wunderschön. Das habe ich aber tatsächlich mit Nino nicht gemacht, sondern wir haben tatsächlich eben uns auf diese Hand- und Fußabdrücke zum jeweiligen Geburtstag beschränkt. Ja, man kann ja so viel machen. Ich finde wichtig, dass man überhaupt was macht, dass man das überhaupt in Erinnerung behält, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie wachsen. Und ja, das ist mir eben wichtig, da überhaupt was gemacht zu haben. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich im Muckelwunder Babybauchclub behandle. Das heißt, da gebe ich auch wirklich konkrete Tipps, was man machen kann, um erstens seine Schwangerschaft in Erinnerung zu behalten. Nicht sonderlich aufwendig, sondern einfach wirklich jeden Monat Tipps, wie man wunderschöne Dinge machen kann, um, wie gesagt, diese einmalige Zeit im Leben, die Schwangerschaft. Oh, Nino, warte mal, nicht alle auskippen. Dann siehst du doch gar nicht, welche Farben wir alle haben. Basteln mit Kleinkind. Jedes Mal wieder ein Abenteuer. Warte mal, Schatz. Guck mal, wir lassen die mal kurz hier drin. Guck mal, jetzt sind nämlich auch schon ein paar aufgegangen. Lass die mal noch kurz da drin. Lässt du sie bitte noch zu? Gell. Ich muss alle. Ja, tu mal alle wieder hier rein. Genau. Alle wieder da rein. Alle wieder hier rein. Und alle schön zumachen. So, gut, okay. Wo es wirklich jeden Monat dann konkrete Tipps gibt, wie man die Schwangerschaft, also diese wirklich ganz, ganz einmalige Zeit im Leben für die Ewigkeit festzuhalten, aber eben auch die erste Zeit mit Baby, weil ich glaube, ein Kind verändert sich niemals so schnell wieder wie in seinem ersten Jahr und da bereiten wir dann auch schon während der Schwangerschaft ganz, ganz, ganz viel vor, dass eben, wenn das Baby dann da ist, man sich eben dann nicht mehr großartig Gedanken drüber machen muss oder Dinge kaufen muss, Dinge organisieren muss, sich Gedanken machen muss, planen muss, sondern das machen wir wirklich alles schon in der Schwangerschaft, dass man eben danach dann direkt loslegen kann und dass man sich eben dann auch wirklich mit solchen Dingen nicht mehr beschäftigen muss, wenn das kleine Würmchen dann eben da ist, weil zum einen geht sowas dann auch ganz, ganz schnell unter im frisch gebackenen Mama-Alltag. Man hat ja dann ganz andere Dinge zu tun. Erstmal sich mit dem Baby einspielen, vielleicht sich auch wirklich von der Geburt erstmal erholen und schwupps sind vielleicht die ersten 1-2 Monate rum und man hat noch gar nichts getan, um ja, die Entwicklung vom Mäuschen festzuhalten. Und das ist eben was ich in meinem Muckelwunder Babybauchclub neben den ganzen anderen organisatorischen Sachen, die so in einer Schwangerschaft anfallen, in Bezug auf Geburt, in Bezug auf Vorbereitungen eben fürs Baby. Also so der andere große Part, das alles, was eben so wirklich mit Organisation zu tun hat, da seid ihr bei mir Muckelwunder Babybauchclub richtig. Genau, also jetzt werde ich mal hier anfangen. Ich habe jetzt hier das Passepartout und jetzt schaue ich mal. Guck mal, Nino. Ja. So, hier. Schau mal. Ich mach erstmal. Warte mal. Wir brauchen die noch gar nicht. Mama möchte jetzt erstmal kurz deine Hand messen. Schau mal. Guck mal, lege jetzt da mal deine Hand dahin. Oh, schau mal, da ist noch ganz viel Platz. Sehr gut, schaut mal. Also, das reicht auf jeden Fall locker. Und jetzt geh mal dein Füßchen her. Zeig mal kurz dein Füßchen.
ja, super. Also, das reicht von der Größe her auf jeden Fall. Ich glaube, das ist vom vom Maß her, nee, vom Maß, vom Bildausschnitt ist es, glaube ich, 15 mal 20. Ich verlinke es euch auf jeden Fall, keine Sorge, werde ich nicht vergessen. Und jetzt werde ich mal kurz hier noch die Blätter vorbereiten und dann brauche ich noch ein Buch, wo ich das Ganze mit Gegenlicht, das ist echt blöd zum Filmen, wo ich das Ganze dann noch ein bisschen stabilisieren kann, wenn ich seine Füße vor allem mache. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich werde jetzt tatsächlich dann auch mit Schwarz stempeln, weil die ganzen anderen Stempel, die wir bisher gemacht haben, auch mit Schwarz sind. Und ich, wie gesagt, es gerne einheitlich hätte. Aber wir haben ja hier diese ganz tolle Stempelpalette. Die habe ich euch im dem Blog, wo wir gebastelt haben, für die Kita auch schon gezeigt. Da sind ja super viele unterschiedliche Farben. Also die werde ich euch gerne hier auch nochmal verlinken, weil die sind ganz, ganz toll von der Deckkraft her. Super Auswahl und für den Preis echt unschlagbar. Und eben auch für Kinder, Haut, Kinderhände unbedenklich, lassen sich super mit Wasser wieder abwaschen. Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal auch ein paar Flecken auf den Klamotten. Bleibt nicht aus, wenn man keinen Malerkittel oder sowas anhat. Ist auch super rausgegangen von unserem weißen Tisch. Da ist auch ein bisschen was drauf gelandet, ist auch wieder weggegangen. Also die kann ich echt bedenken. Man soll sie natürlich nicht essen, aber es ist auf jeden Fall für die Haut, für die Kinder unbedenklich. Genau. Und jetzt legen wir los. Ich freue mich schon. So, guck mal. Das machen wir nämlich hier. Jetzt stempeln wir mit dieser Hand, okay? Ja. Guck mal, machen wir jetzt einen schönen Handabdruck hier auf das Blatt Papier, ja? Okay? Ja. So, schau mal. Damit machen wir dann gleich auch deinen Fuß. Ja. So, jetzt guck mal, jetzt brauchen wir die Schwarz. Wo ist die Schwarz? Ja. Das ist braun. Das ist braun. Wo ist die Schwarz? Ja. Ja. Super. Feuchttücher legen wir auch bereit. So, stopp. Guck mal, Mama macht jetzt deine Hand schwarz, okay? Ja. Guck mal, deine Hand. Umdrehen, genau. Guck mal. Guck mal. Guck mal, jetzt machen wir die ganz schwarz. Okay? Das kitzelt? Ja. Machen wir deine Hand flach. So, die Fingerchen schön ausstrecken, genau. Das kitzelt? Ja. Ja, das glaube ich. Aber das wird ganz toll. Ne? So, die Händchen hier noch. Bis ganz vorne. Jetzt den Finger noch. So. Kitzelig. Das kommt da gleich drauf. Das kommt da jetzt gleich drauf, ja. Und dann haben wir einen ganz tollen Handabdruck von dir. Und dann machen wir das Ganze gleich auch noch mit deinem Fuß. Ja. Okay. Ja, mit der Hand. Ja, erst die Hand. Kitzelt immer noch? Ja. Warte. Meine Augen. Warte. Mach mal deinen Daumen ein bisschen weg. Ja, genau. Genau, super. Warte. So. Haben wir jetzt alles? Ja, ich bin alleine. Ja, warte. Mama, ich muss gucken, ob überall schön schwarz ist. Auf dem Boden oder auf dem Boden. Warte, halt still. Hinde kitzeln dich. Ausstrecken? Okay. So. Und jetzt machen wir hier. Hier, gucken, schön gucken. Und hoch. Oh. Wow. So, warte kurz. Gucken wir mal, ob es passt. Das passt super. Sollen wir nochmal einen machen? Ja. Okay, machen wir daneben nochmal einen. Ist auf jeden Fall richtig schön geworden. Ich zeige es euch auch gleich. So, einmal noch nachschwärzen. Ausstrecken die Händchen. Genau, so ist super. Perfekt. Leo schläft jetzt. Also jetzt. Ja, genau. Leo schläft jetzt. Müssen wir ein bisschen leise sein. Ne? Was ist ein leiser Fall? Hm. Was ist Achtung. Die Beine? Achtung, Hand rausdrücken. Genau. Ich will alleine. Du willst alleine? Ja, auf die da drauf. Nee, daneben machen wir das jetzt. Da? Genau. So, nochmal. Hand schön machen. Ja. Super.
Und hoch. Toll! So, warte mal, ich zeig's euch mal kurz. Schaut mal. Sind auf jeden Fall richtig, richtig toll geworden. Weil ich das liebe, wenn man dann eben auch diese ganzen feinen Linien sieht. Jetzt machen wir erstmal kurz die Hand sauber. Okay? Weil mit Schwarz können wir ja nichts anderes dann noch machen, ne? Und dann machen wir kurz dein Füßchen. Ja. Und dann kannst du mit den anderen Farben noch stempeln, okay? Ja. Ja? Dann darfst du dir die Farben aussuchen, was du machen möchtest. Und dann kannst du dann noch ein richtig schönes Bild malen. Okay? Kann ich nehmen, dass die Hand machen? Ja, du kannst ein frisches Blatt haben, okay? Weil die Händchen, die braucht die Mama. Ich brauche. Warte, ja, warte. Ja, das Blatt ist für dich, genau. Das ist für mich. Das ist für dich. Kann ich so machen? Nee, die brauche ich noch. Die brauche ich noch, Schatz. Hat du dann gemacht. Okay, danke schön. Dann muss ich das rausstempeln. So, zeig mal. Also, Hand ist super schnell mit Feuchttüchern einfach wieder sauber geworden. Natürlich würde ich ihm, wenn wir jetzt hier dann komplett fertig sind mit Stempeln, trotzdem richtig die Hände waschen gehen. Warte. Oh, warte. Uiuiui. Aber es geht auf jeden Fall super von der Haut wieder ab. Das ist gar keine Frage. So, jetzt machen wir dein Füßchen. Ja. Mit Schwarz. Ne? Aber das ist auch aussieht. Ja, aber ich brauche den Fuß. Ich brauche den Fuß. Siehst du den Socken wieder an? Ja. Ja. Den Socken ziehen wir wieder an, genau. Mama braucht den Fuß. Ja, ich brauche den anderen Fuß, weil ich nämlich noch extra vorher geguckt habe, wie wir letztes Jahr gestempelt haben. Und dass wir da dann natürlich auch ein Füßchen vom Tisch, das machen wir da nicht auf dem Tisch. Dass wir da natürlich auch immer das gleiche machen. Machst du die Füße vom Tisch? Achtung, komm her. Komm mal. Wir machen das nämlich jetzt hier unter der, ja? Okay. Mach ich mal näher. Kann das hier auch was sehen? Das kleine Stinkefüßchen das macht. Ja, genau, da ist das Stinkefüßchen. Okay, guck mal, jetzt machen wir mal die hier ein bisschen hoch. Okay. Gut. So, also ich habe das Blatt jetzt hier um so ein Buch geklemmt, dass ich dann hier eine schöne feste Unterlage habe. Und dann kann ich nämlich einfach das Buch gleich nehmen und dann hier richtig draufdrücken. Und dann hat man da auch eine gute Unterlage. Und jetzt machen wir erstmal dein Füßchen schwarz. Okay? Ja. Das kitzelt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen. Wir können gleich auch noch mal die Hand machen. Jetzt braucht Mama erstmal noch dein Stinkefüßchen. Achtung, nicht, dass dein Socken schwarz wird. Guck mal. Siehst du es? Siehst du es? Genau, streck mal den Fuß. Streck ihn mal. Genau, streck ihn. Ja, genau so. Super. Super. Nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen, Schatz, nicht anfassen. Sonst werden deine Hände auch wieder schwarz. So, Achtung, jetzt machen wir noch die Zehen hier vorne. Und jetzt brauchen wir noch den Zeh. Ja. Sitzen bleiben, sitzen bleiben. Setz dich mal bitte hin, sonst kann ich es nicht machen. Guck mal, alles schwarz. Warte, halt mal still, Schatz. Ja, gut machst du das. Fuß ganz schwarz. So, bereit zum Stempel. Gut, Achtung.
Wow. Was? Witzig ist, dass ich jedes Mal, wenn ich mit ihm anfange zu stempeln, immer nur 4 Zehen drauf habe. Das war auch schon letztes Jahr so. Und auch als ich schon zu Weihnachten was gestempelt habe mit ihm mal. Warte, wir müssen es nochmal machen. Der ist nicht ganz gut geworden. Und dann noch einen, ja? Und dann kannst du stempeln. Ja, das ist immer der zweite kleine Zeh, der da sich etwas sträubt, mit aufs Papier zu kommen. Jedes Mal. So, Achtung. Der Pude. Okay. Der ist noch schwarz. Der ist noch ganz schwarz, der Fuß. Ja. Mhm, den machen wir jetzt wieder sauber. Ja. Und dann bist du fertig. Hast du gut gemacht? Hat es Spaß gemacht? Ja. Ja? Kleiner schwarzer Fuß. Ja. Ein kleiner schwarzer Fuß. Noch der Fuß. Noch der Fuß. Was ist mit dem Fuß? Da muss noch der... So, ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Ich habe jetzt tatsächlich doch nochmal einen dritten Abdruck gemacht, weil der zweite ein bisschen verwackelt war. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Schaut mal, das ist richtig schön geworden. Aber Fuß finde ich wirklich sehr, sehr schwer drauf zu kriegen, weil man da irgendwie ja nicht so richtig drücken kann wie bei der Hand. Aber jetzt habe ich sie. Ja, das ist der so ein bisschen verwackelt ist. Und das war der mit nur 14. Aber jetzt haben wir richtig schöne Hand- und Fußabdrücke. Jetzt lasse ich das kurz ein bisschen trocknen. Und jetzt gebe ich dir noch mal ein Blatt, Nino. Ja. Dann kannst du nämlich auch noch ein bisschen stempeln. Warte. Darf ich den haben? Ja, aber da kann man ja nicht drauf stempeln. Da sind ja schon lauter Linien und sowas drauf. Hm? Was? Siehst du mal deinen Socken wieder an? Guck mal, der liegt hier einfach auf dem Tisch. Der liegt ja einfach der Socken auf dem Tisch. Ja. Ja. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Nein, macht man. Das macht man nicht. Macht man nicht. Macht man nicht. Kann ich die Stempelhand wieder haben? Ja, kannst du haben. Kann ich haben? Mach mal ein bisschen deine Ärmel hoch. Ich mach alleine jetzt. Du darfst alleine jetzt, ja. Da. Ja. Ja. Kannst auch einfach nur den Finger nehmen. Den Finger? Steck mal den Finger in den Stempel. Was ist das? Rot. Alleine oder soll ich dir helfen? Ja, das sind eben genau solche Sachen, die ich die ich bei diesem Wetter, könnt ihr es sehen? Ich liebe solches Wetter, ja? Wer mir schon länger folgt, der weiß Bescheid, dass ich... Wow, die ist ja intensiv. Dass ich solches Wetter liebe, aber natürlich, wenn man hier den kleinen bzw. den großen zu Hause hat, muss man natürlich auch trotzdem irgendwas zur Beschäftigung da haben, wenn man dann nicht rausgehen kann, weil mit Baby raus im Regen, ja doch, machen wir schon ab und zu, haben wir neulich auch erst wieder gemacht, da habe ich euch auch Insta-Stories mitgenommen, sieht super aus, Schatz. Mama, jetzt helfen da auch. Was dann helfen da? Und der auf dem Papier hat schon gemacht. Möchtest du Hände stempeln oder was möchtest du jetzt? Sollen wir die wieder wegpacken? Hm? Die wieder wegpacken. Ah ja, okay. Aber natürlich brauche ich auch trotzdem was für Nino dann hier zur Beschäftigung. Deswegen habe ich einfach ja so ein paar Sachen organisiert gehabt. An Bastelsachen. Wir haben auch ein paar Sachen zum Geburtstag für ihn geschenkt bekommen. Die ich jetzt auch noch ein bisschen zurückgelegt habe für genau solche Tage, wenn ja, wir nicht raus können und Nino natürlich trotzdem eine Beschäftigung braucht, immer was Neues braucht, wie mit seinen Autos oder mit Legos zu spielen oder ähnliches. Sonst ist es für den natürlich auch sehr langweilig. Das ist so ein dunkles Gelb, wie für eine Sonnenblume. Wir können eine Sonnenblume stempeln. Möchtest du eine Sonnenblume stempeln? Mama, nicht, aber du musst ja, komm, wir versuchen mal.
so mal eine Sonnenblume zu stempeln. Guck mal, das ist ein Schmetterling. Ja, guck mal, jetzt nehmen wir den Daumen. Ja. Guck mal. Dann sind wir hier. So. Nochmal. Was mache ich? Du machst eine Sonnenblume. Ja. Schau mal. Warte, Daumen gerade. Genau. Wow, guck mal. Sonnenblume, Sonnenblume steht an unserem Gartenzaun. Außen hat sie gelbe Blätter. Innen ist sie braun, genau. Oh, man sieht man, dass ich gerade geweint habe. Keine Ahnung, ich gerade den Vlog, für euch praktisch der letzte Vlog, geschnitten. Mit der Verabschiedung bei Ninos Kita und ja. Diese Vergleiche mit vor einem Jahr, wie ich mit ihm da in die Kita gegangen bin und wie es halt jetzt ist. Oh Mann, also da treibt es mir echt jedes Mal Mama, die... Ja, Kuchen? Ja. Kriege ich einen? Das ist noch heiß. Das ist noch heiß, okay. Da treibt es mir echt jedes Mal die Tränen in die Augen, wenn man einfach sich bewusst wird, wie schnell die Zeit vergeht. Nein, ich warte. Ich lasse den Kuchen da stehen. Und ja... Passt ja auch voll zu dem Thema heute, mit den Fußabdrücken, mit den Handabdrücken. Also es ist echt, ging mir gerade ziemlich ans Herz. Jetzt wollte ich euch aber zeigen, das habe ich gerade auch gemacht, als die Kiddies geschlafen haben, dass ich die Hand- und Fußabdrücke schon mal hier in den Bilderrahmen gepackt habe. Und ich finde, es ist echt richtig cool geworden. Schaut mal. So sieht es jetzt aus. So. Mega, also ich bin echt richtig zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch hier das Foto reinmachen, was ich reinmachen möchte. Und jetzt, da beide Mäuse auch wach sind, kann ich euch auch kurz mit in Ninos Zimmer nehmen, wo ich euch die anderen Rahmen nochmal zeigen wollte, die ich gemacht habe. Dann kann man das nämlich wirklich richtig schön sehen, dass das richtig toll zusammenpasst. Und zwar, so, kurz hier oben hinlegen. Nicht, dass es runterfällt. Und zwar, Achtung, Nino Spatz, ich brauche mal kurz den Stuhl. Ja. 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 So. Und zwar hier, das ist der Rahmen gewesen zu seiner Geburt. Das haben wir nicht gestempelt, sondern das sind diese, ich weiß nicht, ob ihr es richtig sehen könnt hier mit dieser Spiegelung, das sind ja diese Abdrücke in diesem Ton. Dann haben wir hier, das ist auch eins von diesen Babysets gewesen, mit Stempelfarbe, dann aber auch schon mit diesem Passepartout, was ich gemacht habe. Dann haben wir hier das Fotoshooting zum Einjährigen gemacht. Und dann ist das hier gewesen, was ich mit euch letztes Jahr zusammen gemacht habe, zum Zweijährigen, also zum zweiten Geburtstag. Da... habe ich dann, das war dann zum Beispiel nämlich schon kein Babyset mehr, sondern das ist ein Rahmen, den ich selber ausgesucht habe. Und wenn ich jetzt das hier noch dann dazu halte, sieht man, dass das echt bis auf die Größe, die immer jedes Jahr ein Stück größer werden, richtig, richtig toll zusammenpasst. Also ich halte es euch nochmal so hin. Also das ist echt ein richtig schöner Verlauf jetzt. Und ja, da bin ich sehr, 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 sehr happy jetzt mit. Jetzt muss man, wie gesagt, nur noch ein schönes... Nino, kommst du bitte von dem Stuhl runter? Schlechtes Vorbild jetzt gerade gewesen. Jetzt müssen wir nur noch ein schönes Bild mit seinem Esel machen und da jetzt reinlegen. Das ist ja auch was wir dann immer gemacht haben. Hier dann das Bild mit dem Esel. Nino, nein, bitte geh da runter. Und ja, dann ist es schon fertig. Ich bin wirklich sehr happy. Ich verlinke euch alle vier Rahmen, also das mit dem
mit dem Ton, da haben wir jetzt beim Leo auch ein... Nino, geh bitte runter. Da haben wir jetzt auch beim Leo ein richtig, richtig tolles gemacht. Das ließ sich... Nino, nein, das fällt uns runter. Das ließ sich echt richtig toll verarbeiten. Und die anderen mit zum Stempel, die verlinke ich euch auf jeden Fall auch. So, jetzt höre ich schon den Leo rufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Lasst mich doch mal gerne wissen, wie ihr ja, Erinnerungen für die Kinder festhaltet, ob ihr mal sowas Ähnliches gemacht habt. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns zu einem neuen Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben!